Ich spüre in mir eine Lust, die quillt. Sie gehört gestillt. Wie ich sie stille? Nun, ich entraube jedem meinem Vokabular jeglichem Sinne. Wenn ich beginne, lasse ich die jugendliche Kultur in dieses Poem mit einfließen und chille! So, somit, ihr seid gerade eben Teil, ihr seid somit gerade gerickrollt worden und Teil einer neuen Bewegung geworden. Ja, und diese Bewegung bewegt mich innerlich und zwei Sachen werden dadurch, ne? Und das wäre zum einen, dass mir gerade der Satz nicht einfällt. Zum zweiten, dass ein Let's Play auch definitiv zum Nachdenken anregen kann. Dass ein Let's Play natürlich auch seriös vollzogen werden kann. Und drittens oder viertens, dass ich nicht zählen kann. Willkommen zu Let's Play Blood Moon und heute, liebe Freunde, gibt's entweder 2 zum Preis von einem oder 4 zum Preis von einem oder nehmen, es sind ja mehrere Parts. Und zwar kümmern wir uns heute um ein Quest, sowohl als Mensch als auch als, richtig, Werwolf. Und ja, wir bekümmern uns erstmal um eine Sache, die ich noch nicht vergessen habe. Und zwar befindet sich, glaube ich, hier drinne. Genau, obwohl ich nochmal zurückgehen muss. genau, ich hab eine gute Idee, wir rennen da nackt drüber. Das ist geil, oder? Das ist zumindest das falsche Haus auch, das macht mich auch schon ein bisschen geil. War das übrigens der Typ, der hier irgendwo, oder nicht? Anscheinend nicht. Nee, das ist nicht unseres, glaube ich. Das war nämlich das hier, genau, Blaskal. Das ist ja mein neuer Rappername quasi dann. So. Wir rennen jetzt erstmal nackt hier rüber. Wir haben, begnügen uns gleich einer neuen Rüstungsart. Obwohl, wir sind ja gar nicht ganz nackt. Das ist ja auch nicht schlecht. So. Ich glaube, der Helm auch, oder? 64. Na, wir merken uns mal. 64 hat er. Ein Rüstungswert. So. Warum mache ich das eigentlich hier im Inventory? Copter? Gehört definitiv nicht hier hin. So. Dann kann das auch noch weg. Na, komm. No. Weg mit dir und weg mit dir und weg mit dir. So. Jetzt holen wir uns jetzt nämlich erstmal unsere Uber-Ausrüstung quasi. Und zwar nehmen wir uns natürlich die Rüstung der Skal-Ehrenwache an. Ah ja, okay, das hat definitiv alles bessere Werte als das, was wir vorher hatten. Aber wir haben doch einen Helm. Oh, nice! So, jetzt gut aufpassen. Das ist nämlich History in the Making, ähnlich wie die Begrüßung gerade. So. Oh ja, oh, fühlt sich das gut an. Mm. Oh ja, und noch eins. Mm. Oh ja, oh, 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 zu viel. Oh, meine Güte. Ist das nicht epic ohne Ende? Oh Gott, ist das männlich! Gut, so viel dazu. Und wir holen uns erstmal das Aufgäbchen ab. So. Seid gegrüßt, Blaskal. Ja, ich habe eine neue Stimme gegeben, der ist gerade in den Stimmbruch gekommen. Und er ist behaart. Ihr und ich müssen uns über den Riestag unterhalten. Eine Zeremonie der Segnung und Reinigung, die wir Skal nun sehr selten durchführen. Nur sehr selten durchführen. Wir leben in beängstigenden Zeiten, mein Freund. Es hat unheilverkündende Omen gegeben, die machen mir Sorgen. Herzfang ist verschwunden und ich fürchte, dass der große Schöpfer heute nicht allzu wohlwollend auf die Skal herabschaut. Die Zeremonie muss durchgeführt werden, aber zunächst sollte das Totem der Klauen und Fänge beschaffen. Ich bin Körner. Es ist ein mächtiges Artefakt dem Volk der Skal und dem Volk der... Nee, kein und, Komma. Dem Volk der Skal sehr heilig. Es wird dazu benutzt, die mächtigen Tiere herbeizurufen, die beim Risstag verwendet werden. Es wurde vor vielen Jahren gestohlen und wir von den Skal waren töricht genug zu glauben, dass es nicht noch einmal gebraucht werden würde. Ich habe erfahren, dass es vielleicht in der Gruft von Skalara gefunden werden kann. Bitte bringt das Totem zurück. Wir sind die Skal, ach was. Es ist fast an der Zeit. Wir vollziehen die Zeremonie, die dazu dient, dem großen Schöpfer zu gefallen.
Das ist der Zweck des Ristags, einer rituellen Jagd, zu der wir Skal in Zeiten großer Not blasen. Nicht lustig. Aber auch so eindeutig. Bisschen unternommen, um den großen Schöpfer zu gefallen. Sie wird unternommen, um dem großen Schöpfer zu gefallen zu sein? Junge, das ist... Es ist heute Tag der Dreieinigkeit. Es ist heute Zeit von Trinity Force. Es ist heute Zeit von Hero Rule. Es ist Zeit von Poem, Junge. Da musst du doch gutes Deutsch können, zumindest hier. Gut, aber gut. Um ihm unsere Dankbarkeit für die Gaben zu zeigen, die er uns geschenkt hat. Haben wir noch irgendwas? Ah, ihr habt den Skal große Dienste erwiesen und die Teilnahme an der Zeremonie verdient. Trefft euch bei Anbruch der Nacht mit Orlan, mit Rolf Langzahn, einem unserer Skaljäger. Er findet ihn an den Westufern des Fjaldingsees. Er wird euch mehr über den Ristag und eure Rolle darin erzählen. Männlichkeit. So, wo? Ich hab gar nicht aufgepasst. Westufer, Fjaldingsee, alles klar. Gut, machen wir uns auf. Im Dunkeln ist gut dunkeln. Okay, also hier. Westufer Fjaldingsee. Machen wir uns natürlich auf. Spurlunking, Spurlunking, Spurlunking. So. Also. Alles soll mal einer sagen, dass hier Kost Windauge keine Ahnung von Toten und Blasen hat. Ah, oh, schön. Oder beziehungsweise die Skala an sich sind sie ja eigentlich. Ah, das ist übrigens der Nachteil, wenn ihr jetzt hier euren Athletic-Skill relativ hoch habt. Ihr habt es ja gerade eben gesehen. Dann ist es mit eurer Hitpoint-Zahl quasi nicht mehr hoch her. Dann ist es eher down under. Und apropos down under. Going down under. Irgendwo hinter mir ist einer. Nicht. Gut. Das freut mich. Was? Was? Wer? Wer? Wo? Wie? Was? Was bin ich? Hab ich nicht irgendjemand gerade gehauen? Frechheit. Jump. 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 Ah, okay, da hinten habe ich gerade schon gesehen, das Schwein. Ja, genau. Du Schwein! Hab mich gerade ein bisschen erschreckt. Kann ich denn? Ja! Natürlich kann ich. Und wie ich kann! Natürlich an uns. Jetzt. Moment. Yay, hey, can't touch this. Can't touch this. Gut. So viel dazu. Westufer Fjaldingsee. Achso, hier, ne? Also hier. Anbruch der Nacht, dann würde ich sagen. Resten wir mal so 4 Stunden. Ist hier irgendjemand? Moment. Ja, müsste hier sein. Westufer des Fjaldingsees. Wo seid ihr, Jungs? Oder wir resten nochmal, um auf Nummer sicher zu gehen. Aber Moment, ich schau mal kurz im Journal nach. Da ist Rolf Langzahn, der Skaljäger, Einbruch. Gut. Dann würde ich sagen, müssen wir nochmal einen ganzen Tag ungefähr so. So. Schauen wir mal, ob wir den kleinen Schlawiner finden. Oh ja, pose für mich. Bitch. Karius, oder? Sieht ein bisschen so aus. Gut. Okay, das ist noch keine Nacht, glaube ich. Außer ich lebe im falschen Film. AKA Leben. Kein Moment. A to the G versus Spitzhacke und Bürstendrücken on Ice. Das war da schon mal schon mit dem Wolf nicht wirklich aufregend und mit dir natürlich auch nicht. Aber ich komme sehen. So. Wo sind die jetzt eigentlich, verdammt? Also wenn sie nicht hier sind, dann schaue ich welche von... in der Komplettlösung nachschauen. Ob da eventuell genaueres steht. Denn im Moment.
Moment. Also hier sind wir eigentlich richtig, oder? Jawohl. Also eigentlich hier. Merkwürdiges. Rest mal das Gehalt. So zwei Stunden müssen das, glaube ich, sagen. In etwa. Moment, ich mache mal einen kleinen Cut und schau mal in der Komplettlösung nach. Denn im Moment, irgendwie wollen die sich gerade nicht zeigen. Also, ich bin ein bisschen leicht schüchtern. Also, Moment, obwohl, vielleicht sind sie hier irgendwo. Habt ihr euch hier versteckt? Nee, auch nicht. Okay, ja, Fetzart, Coast sind auf jeden Fall falsch. Ja, ich schau gleich nochmal nach in der Komplettlösung. Also, bis gleich, liebe Freunde.